Seit 25 Jahren ist Madonna ganz oben. Am Potsdamer Platz in Berlin war heute Ausnahmezustand, als sie auftauchte. Und was kennzeichnet Madonna? Dass sie sich unter anderem immer wieder neu erfindet. Schon musikalisch betrachtet gilt das, aber auch sonst. Sie schauspielert, sie schreibt Kinderbücher, nichts, was die Welt wirklich gebraucht hätte. Aber Madonna will es eben wissen und hat heute auch noch ihren ersten Film vorgestellt. Esther Neumeier war, zumindest sagen wir mal, vom Auftrieb in Berlin beeindruckt. Madonna ist angekommen und die Hauptstadt mal wieder in Aufregung. Die Diva auf dem roten Teppich, nicht als Popqueen ist sie auf der Berlinale, sondern als frisch gebackene Regisseurin. Sozusagen like a virgin. Ich habe Schmetterlinge in meinem Bauch, ich bin richtig nervös. Er hingegen ist überhaupt nicht nervös. Madonnas Hauptdarsteller Eugene Hütz. In Filth and Wisdom, Schmutz und Weisheit, spielt der Zigeuner-Punk-Musiker sich selbst sozusagen. Er träumt vom Weltruhm, einstweilen muss er sich aber, um zu überleben, als Lustknabe für masochistisch veranlagte Geschäftsleute verdingen. Auch bei seinen beiden Mitbewohnerinnen läuft erst einmal nicht alles nach Plan bei der Erfüllung ihres Lebenstraumes. Mit mehr oder weniger schmutzigen Jobs schlagen auch sie sich durchs Leben. That's it. I'm never doing this again, you fucking Juppo. Filth and Wisdom, Schmutz und Weisheit. Madonna versucht Titel und Botschaft des Films so zu erklären. It's about the duality of life. And it's also about the struggle with that duality. Es geht um die Dualität des Lebens und den Kampf mit dieser Dualität. Schmutz und Weisheit, das sind die beiden Pole. Sie scheinen entfernt, sind aber eigentlich gar nicht so weit auseinander. Was ich mit dem Film sagen möchte, ist, dass man im Leben Dinge lernen kann, Weisheit erlangen kann. Als Schauspielerin hatte Madonna bisher so gut wie keinen Erfolg. Ihr schräges Regiedebüt immerhin stößt auf geteiltes Echo bei den Besuchern. Da ist der Gypsy. Super war der. Ja, großartig. Sie ist ja schon eine tolle Frau. Aber Film, naja. War sehr alternativ. Auf Arte kommt er sicher sehr gut. Einen der begehrten Bären, so viel ist sicher, wird Filth and Wisdom nicht gewinnen. Denn die Komödie läuft im Panorama und nicht im Wettbewerb.